Jana Baltscheid hat eine Mission. Sie möchte unsere Sichtweise auf gesunde Getränke verändern. Ihr Unternehmen, Lykaya, wirbelt die Getränkeindustrie gehörig durcheinander. Jana glaubt an die Kraft natürlicher Zutaten. Sie ist begeistert von Pilzen und ihren gesundheitlichen Vorteilen. Mit Lykaya stellt sich Jana eine Welt vor, in der Superfoods für jeden zugänglich sind. Janas Vision geht es um mehr als nur den Verkauf von Produkten. Sie möchte die Menschen über das Potenzial von Pilzen aufklären. Sie glaubt, dass sie unser Wohlbefinden auf köstliche und praktische Weise steigern können. Ihre Leidenschaft ist ansteckend und ihre Begeisterung für Lykayas Mission ist deutlich spürbar. Die Geschichte von Lykaya begann an einem unerwarteten Ort, Janas Badezimmer. Dort begann sie, mit Pilzen zu experimentieren. Sie war neugierig auf ihre gesundheitlichen Vorteile. Jana begann, sie in ihre Getränke zu mischen. Sie war erstaunt über die Ergebnisse. Sie fühlte sich gesünder und energiegeladener. Jana erkannte, dass sie auf etwas Besonderes gestoßen war. Sie wusste, dass sie ihre Kreationen mit der Welt teilen musste. Was als persönliches Experiment begann, entwickelte sich schnell zu einer Geschäftsidee. Jana wagte den Sprung ins kalte Wasser. Sie beschloss, ihr Start-up in Deutschlands größter Business-Show, die Höhle der Löwen, vorzustellen. Lykayas Flaggschiff-Produkte sind Waldkaffee und Waldkakao. Diese innovativen Getränke bieten eine gesunde Variante klassischer Getränke. Waldkaffee ist eine einzigartige Mischung aus Arabica-Kaffee und Pilzextrakten. Er liefert einen natürlichen Energieschub ohne die Nervosität von normalem Kaffee. Cordyceps und Igel-Stachelbartpilze fördern Konzentration und Fokus. Waldkakao ist perfekt zum Entspannen nach einem langen Tag. Dieses wohltuende Getränk kombiniert die Reichhaltigkeit von Kakao mit den beruhigenden Eigenschaften von Reishi-Pilzen. Ashwagandha, ein adaptogenes Kraut, hilft, Stress abzubauen und fördert die Entspannung. Sowohl Waldkaffee als auch Waldkakao sind köstliche und praktische Möglichkeiten, Superfoods in den Alltag zu integrieren. Janas Auftritt bei Die Höhle der Löwen ist ein wichtiger Meilenstein für Lykaya. Sie möchte ein Investment von 100.000 Euro im Austausch für 15% ihres Unternehmens erhalten. Dieser Deal würde Lykaya die Ressourcen für eine Expansion verschaffen. Jana ist von ihren Produkten und ihrer Vision überzeugt. Sie glaubt, dass Lykaya das Potenzial hat, die Getränkeindustrie zu revolutionieren. Die Investoren, bekannt als Löwen, sind ein hartes Publikum. Sie sind erfolgreiche Unternehmer mit scharfem Geschäftssinn. Jana muss sie davon überzeugen, dass Lykaya eine lohnende Investition ist. Sie muss die Marktnachfrage nach ihren Produkten und ihre Wachstumspläne aufzeigen. Ein Löwe scheint besonders von Lykayas Produkten fasziniert zu sein. Jochen Schweizer, ein erfahrener Investor, zeigt großes Interesse an Janas Pitch. Ihn reizt das einzigartige Konzept der Getränke auf Pilzbasis. Schweizer ist bekannt für seinen Abenteuergeist und seine Bereitschaft, Innovationen zu fördern. Schweizer probiert die Getränke nicht nur, er geht noch einen Schritt weiter. Er untersucht die Pilze selbst, neugierig auf ihre Eigenschaften. Seine praktische Herangehensweise deutet auf ein echtes Interesse an Lykayas Potenzial hin. Könnte Schweizer der Investor sein, den Jana braucht, um ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben? Der Die Höhle der Löwen-Effekt. Eine Plattform für Wachstum und Erfolg. Ein Auftritt bei Die Höhle der Löwen ist ein Wendepunkt für Unternehmer, der oft den Beginn einer neuen Ära markiert. Die Show bietet eine nationale Plattform, um ihre Unternehmen zu präsentieren und ihre Visionen zu teilen.
Selbst ohne einen Deal kann die Publicity allein von unschätzbarem Wert sein, da sie die Aufmerksamkeit der Medien und potenzieller Kunden auf sich zieht. Millionen Zuschauer schalten jede Woche ein und bilden so ein riesiges Publikum für diese Startups, was zu einer enormen Reichweite führt. Für Laikaya bietet die Show eine unglaubliche Chance, ihre Marke zu stärken und neue Märkte zu erschließen. Ein erfolgreicher Pitch könnte zu einem sprunghaften Anstieg der Verkäufe und der Markenbekanntheit führen, was das Unternehmen auf die nächste Stufe hebt. Es könnten sich Türen zu neuen Partnerschaften und Vertriebskanälen öffnen, die zuvor unerreichbar schienen. Die Höhle der Löwen. Effekt kann ein bedeutender Wachstumsmotor sein und Startups wie Laikaya ins Rampenlicht katapultieren, wodurch sie die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Jenseits des Deals. Die Bedeutung von Janas Reise. Unabhängig vom Ergebnis bei Die Höhle der Löwen ist Janas Reise eine Inspiration. Sie ist ein Beweis für die Kraft der Leidenschaft und der Ausdauer. Ihre Geschichte zeigt, dass innovative Ideen an unerwarteten Orten entstehen können. Janas Hingabe an ihre Vision ist eine Erinnerung daran, dass mit harter Arbeit und Entschlossenheit alles möglich ist. Janas Geschichte ist auch ein Beweis für das Wachstum.